Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Ja, in der letzten Folge, was ich trage zu viel, so trage ich hier zu viel. Wie kommt es, dass ich jetzt zu viel trage? Was ist jetzt passiert? Ich kann gar nicht zu viel tragen. Nur meine Traglast momentan liegt bei 455 und 500 kann ich tragen. Warum? Was war das denn? Das war jetzt aber ein bisschen merkwürdig. Habe ich jetzt irgend... Moment, ich schau mal gerade nach. Nee, hab ich nicht. Okay. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen, ja, ein paar Aufträge abgegeben. So von den kleineren Aufträgen. Ich liebe die kühle Luft. Sie ist anregend. Vielleicht liegt Das, es an meinem Nordblut, aber sie gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein. okay, sie ist fertig. Das werden wir jetzt in dieser Folge auch so ein bisschen machen, dass wir endlich mal hier mit diesen Quests, mit diesen kleineren Quests hier fertig werden. Und zwar überbringe Leifnars Familie die Nachricht von dessen Tod. Also wir haben hier schon einige Quests erledigt. Wir müssen die eigentlich bloß nur abgeben, sodass dass die hier für abgeschlossen gelten. Also das können wir hier noch machen. Das werden wir jetzt auch tun. Oder auch nicht. Er zeigt uns hier die Markierung nicht an. Wir gehen mal kurz raus. Oh nee, nicht in die Schatzkammer. Quatsch. In der Schatzkammer. Ein Moment, Moment, Blut und apropos. Silber, Freund. Blut und Silber. Was? Blut und Silberfreund? Ich bin ein Silberfreund? Warte Macht mal, einfach. Blamme. Was? Was meint ihr mit Blut und Silber? Der Name der mächtigsten Familie in Ja, Markarth das weiß sagt ich schon, aber. alles. Silberblut. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Ja, okay. Obwohl, wir können jetzt. Ja, dann haben wir. Ja, Ihr komm. solltet mit dem Jarl reden. Man kann sich immer ein bisschen was verdienen, indem man Abgeschworene in den Bergen tötet. Wenn es euch egal ist, gegen einen Haufen Daedra-anbetender Wilder, die die dunklen Künste praktizieren, im Axtkampf anzutreten, nur zu. Okay. Ja. Schatzkammer, Schatzkammer, Schatzkammer. Irgendwie. Können wir hier eigentlich rein? Oh, wir können hier rein. Wir haben die Schatzkammer geöffnet. Stehlen, Tresor. Oh, die sieht uns einer? Schau mal nach. Kannst du ein bisschen Schmiere stehen? Ich meine, der Typ ist da vorne hingelatscht. Der andere war hier irgendwo, dem das hier gehört. Ah, wir probieren es jetzt mal. Warte, wir speichern mal kurz. Schnell speichern. Und gucken mal, ob wir den aufkriegen. Ach! Ist ja Pipifax. Eisenbahn, Gold. Wahnsinnserz. Und wir haben die Schatzkammer geplündert. Bis auf die Silberbarren. Ja, die lasse ich jetzt mal da. Die sind jetzt nicht so relevant für mich. Cool. Wir waren zwar hier schon drin, aber daran gedacht habe ich jetzt nicht, die Schatzkammer hier zu plündern. Es ist gut, dass wir hier noch mal rein sind. So, das sind bloß leere Fässer. Und sonst Die gibt's Leute hier nicht sagen, mehr. Himmelsrand sei einer der gefährlichsten Orte auf Tamriel. Ich glaube, da irren sie sich. Es ist großartig und ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen.
Oh, gut, dass die uns nicht gesehen hat. Ich bin nur eine Dienstmagd. Beachtet mich gar nicht. Kommst du aus dem Bordell oder warum bist du so Die Arbeit in der Schatzkammer ist gar nicht so schlecht. Ich verdiene gutes Geld. Na, jetzt wohl nicht, weil die Schatzkammer ist geplündert worden. Sorry, tut mir leid. So, auf geht's. Wir schicken uns hier wieder raus. Wir schieben uns hier wieder raus. Denn hier wollte ich eigentlich gar nicht rein. Ich wollte jetzt hier aus Marquardt raus. Das war nicht der richtige Weg. Tschüss, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Stufenaufstieg. Im Moment, ich habe, glaube ich, einen Stufenaufstieg. Ist mein Pferd wieder da? Ich glaube, ne? Ja, es ist hier. So, dann tun wir mal hier kurz aufsteigen. Das war die falsche Taste hier. Stufenaufstieg. Magika, Gesundheit oder Ausdauer? Ich nehme jetzt noch einmal Ausdauer. So. Talentverbesserung. Oh Gott, wo wollte ich jetzt eigentlich reingehen? Schlösser knacken, nein, schleichen. Leichte Rüstung. Zwei Handy kann man doch schon auf 100. Schwere Rüstung 100. Wieso ist da 111? Geht das auch? Schmiedekunst. Ich guck gerade mal hier. Nee, das war nicht das. Verzauberung. Ich glaube, da wollte ich noch irgendwie rein. Was haben wir hier noch? Neue Verzauberungen sind 100% wirkungsvoller. Das hört sich doch gut an. Wir nehmen das. Wir haben doch schon 100, oder? Wir sind auf 100, ja, Tatsache. Das habe ich jetzt übersehen hier. Hätten wir uns das hier nehmen können. Egal, jetzt ist schon zu spät. Okay, dann tun wir mal hier weiter gucken bei den Quests. Warum nimmt er das hier nicht? Überbringe Leifnars Familie die Nachricht von dessen Tod. Können wir aber nicht machen. Der zeigt uns hier keine Questmarker an. Keine Ahnung, wo der Typ jetzt ist. Also suchen wir uns jetzt mal ein anderes Quest. Wir können uns die Zukunft voraussagen lassen. Das war nicht das hier. Die Zukunft voraussagen. Diesen Weißlauf? Echt? Komm, da gehen wir jetzt hin und lassen uns jetzt mal die Zukunft voraussagen. Ich bin gespannt. Was für eine blühende Zukunft sie mir voraussagen wird. Dann gucken wir mal hier auch. Ach, die ist ja hier. Steht die hier einfach so? Ah, die sitzt hier einfach so rum. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße Vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja ein andermal. Teeblätter, Handlesen, ein Blick in die Kristallkugel. Oh. Olava soll wohl eure Zukunft deuten, ja? Tut mir leid, aber ich bin gerade nicht in Stimmung. Ach komm schon. Ich habe dieses Zeichen für euch. Ach ja. Lasst mich mal sehen. Ach du liebe Güte. Dann seid ihr mit Gabriella befreundet. Hä? Dann wissen wir wohl beide, weshalb ihr hier seid.
Ich habe gehört, dass ihr mir die Zukunft voraussagen könnt. Ja. Ja? Ich ja, höre? Das kann ich. Es ist aber nicht leicht. Und es wird nicht so konkret sein, wie ihr es euch wohl erhofft. Aber ja, ich werde es für euch tun. Bitte entspannt euch. Befreit euren Geist. Ja, so ist es gut. So, ja, dann erzähl mal, was siehst du denn? Euer Schicksal ist düster. Was? Oh ja, sehr düster. Doch vieles davon hat sich erfüllt. Ihr findet die Zuflucht und die tröstenden Worte einer liebenden Mutter. Und ihr werdet Kameradschaft finden. Ein Kind der Nacht und ein Jäger der Dünen. Zusammen seid ihr eine Familie. Moment, da ist noch mehr. Die Möglichkeit eines Abenteuers und Reichtum. Eine Ruine. Sie wartet nur darauf, geplündert zu werden. Die Tiefenwaldschanze weit im Nordwesten. Es ist die letzte Ruhestätte eines alten Attentäters. Ein dunkler Bruder, der seine einstigen irdischen Besitztümer euch hinterlässt. Ja, gibt es sonst noch was? Nein. Nein, das ist alles. Ihr, bitte geht. Ich bin plötzlich sehr erschöpft. Naja, also das mit den Kindern und so, das, ja, das kann ja schon mal gar nicht sein. Finde den legendären Assassinen. Finde den legendären Assassinen. Schwarzwald, was hat sie irgendwas? Ruine oder was hat sie gesagt? Wir gucken gerade eben mal. Hä? Findet den. Ach, hier. Finde den legendären Assassinen. Okay, bevor wir den finden. Moment, wo ist der. Ah ja. Hier. Steht. Genau davor. Ich muss mal kurz eben hier mein Krempel. Mein Krempel verstauen. Ein bisschen was wenigstens. Ah ja, diesen Splitter, den vierten Splitter müssen wir auch noch finden. Was habe ich denn hier aufgehoben? Was? Ach so, das ist ein Questgegenstand, okay. Ja, die nehmen ja doch ganz ganz schön viel. Kann ich den nehmen? Kann ich auch nicht. Weg damit. Gefüllt mit schwacher. Oh, wir haben halt so viel. Was? Finde Gold eher so. Diese Barren, die nehmen ja doch ein bisschen was weg hier von uns. Oh. Zwei Körbe haben wir hier rum. Den haus ich dann raus. Hier, das kann man auch weg. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug hier anfangen soll. Ach so, wir müssen ja, glaube ich, unser Schwert mal aufladen. Das kann ich. Das ist auch ein Questgegenstand. Das Lexikon. Schreibfeder. Stahlrim. Das Zeug kann ich nicht weg. Gestohlen, ups. Ja, den haben wir wohl gestohlen. So, das tun wir auch weg. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Platz. Ein bisschen mehr Platz. Was ist passiert?
Ne, die haben alle noch geschlossen hier, gell? Nee, doch nicht. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Wo ist sie denn? Ist die da oben? Wem hatten die gesprochen? Da ist sie. Ihr seid hier. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ui, was hast du denn hier? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Abgeschworenen Bogen, ja, verkaufen. Den, ach, den nehmen wir mal, den tun wir mal aufheben, dann hätte ich auch in meine Truhe rein klatschen können, damit ich den jetzt hier nicht. Wieso habe ich jetzt hier? Okay. Ah, ich verstehe, verstehe, verstehe. Den könnte ich eigentlich auch wegtun. Ja, Verzweiflung. Bögen bewirken höheren Schaden. Achso, das habe ich natürlich. Ja, das muss ich wieder ablegen. Ich weiß nicht, kann ich das jetzt hier verkaufen? Langbogen, können wir weg. Mira-Axt-Schwert. Was trage ich hier so viel Zeugs mit mir rum? Das braucht doch kein Mensch. Das behalte ich mal. Stahl-Schwert der Verminderung. Ja, das können wir eigentlich auch loswerden. Okay, passt. Bleibt auf der Hut. Die hat nicht mehr Kohle. Die gute Leute hat nicht mehr Kohle. Warte mal, mit dem. Stopp, stopp, wo bist du hin? Bleib doch. Ich glaube, die besten Waffen und Rüstung. Und ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Du wirst mich jetzt verkackeiern hier, oder? Warum hast du so wenig Gold? Wir haben kleine und große. Klingen, Helme. 192 Gold hast du bloß. Ja, bis gut. Zum nächsten Mal. Das ist doof. So, ich tue jetzt ja, ihr kurz könnt euch glücklich schätzen hier in der Stadt und nicht mein Zeug in die Truhe ablegen. Ich höre, ihr wart bei der Hochzeit der Cousine des Kaisers in Einsamkeit. Bei den Göttern. Das muss ja furchtbar gewesen sein. So, hier mein ganzes Zeug rein, das ich nicht brauche. Weil das nimmt hier nur Platz weg. Was? Alessandras Dolch? Das ist wahrscheinlich wieder ein Questgegenstand. Oh je, wir haben ja auch wieder so viel Zeug wieder aufgehoben. Den können wir erstmal ablegen. Und den erstmal ablegen. Ebenerzharnisch. Ich glaube, das war dieser Dedra-Quest, von dem er. Haben wir das, glaube ich, diesen Harnisch gekriegt. Das können wir weg. Ja, ich frage mich bloß, wo ich diese Sachen hier. Das sind auch Quest-Gegenstände. Fragment von Gauldurs Amulett. Wo ich das ganze Kraffi hier loswerde. So, ich glaube, habe ich jetzt alles, oder? Nee, da waren noch irgendwelche Waffen, die ich ablegen wollte. Den. Mira-Axt-Stab. Und das andere Zeug, das verkaufe ich jetzt mal. Okay. Wo ist die Lydia?
Kommt's mal gerade hier. Hey, geh doch mal hier die Treppen hoch. Was ist denn dein Problem? Komm ich jetzt die Treppen nicht jetzt? Wo ist Lydia eigentlich? Sehe ich gerade. Die ist nicht da. Ist sie ausgewandert, weil ich hier eine neue am Start habe? Ich bin entsetzt. Oder ist die hier drinnen? Da ist sie ja. Es ist ein wundervolles Haus, Schatz. Wenn es euch... Hallo, Schatz. Ich wette, ihr habt... Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. Oh. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Nee, warte mal, ich muss mal da rankommen. Geh mal was? Weg. Trankmischbeutel. Zaubertränke. Nee, Zutaten. Genau. Da halte ich den ganzen Dreck hier mal selber. Gut. So, das Größte haben wir jetzt mal losgeworden. So, hier noch schnell, ganz kurz hier noch schnell rein. Dann gebe ich hier noch ein paar Sachen ab. Ah, was jagt ihr denn? Egal, ich will es gar nicht wissen. Ja, du hast sowieso nicht so viel Kohle, also... Wahrscheinlich nicht viel loswerden hier bei ihm. Aber ein bisschen was. Hier die Axt. Nee. Das ist mein Schwert. Oh, das müsste ich aufladen. Falmerpfeile. Die können wir eigentlich verkaufen. Die brauche ich nicht. So, fertig. Mehr können wir nicht loswerden. Es war mir eine Freude mit euch Geschäfte. Von mir erst. Mach's gut. So, dann gehen wir mal auf die Suche nach diesem Assassinen. Oder? Nein. Denn legendären Assassinen. Gut. Ist das Fell, das euch da aus den Ohren wächst? Ja, schau doch mal nach. Du kannst es mal ausrupfen. Nee, Quatsch. Was mache ich denn? Ich muss hier kurz mal Müll loswerden. Ich weiß, das macht man nicht. Hier liegt schon einiges von meinem Müll. Sonstiges. Ich glaube, ich habe noch so zwei Körbe mitgenommen. Hier. Ich schmeiß mal hier weg. Ja, Entschuldigung. Ich weiß, macht man nicht. Aber... Das... Klump, da ist ja nichts wert. Ach so. Ja, okay, egal. Wenn wir jetzt eine Einhänder finden, einhändige Waffe, dann werde ich die mal ausrüsten. Was war das? Und jetzt noch schnell meine Waffe. Wo ist sie denn hier? Ladung. So, jetzt sind wir wieder aufgeladen. Jetzt können wir meine wieder ein Mutter paar. War eine starke Frau. Sie ist diejenige, die mir meine Schwäche. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden, sorry. Ich bin sehr unhöflich. Oh, die Karawane ist wieder da. Wo sind die denn? Habe ich die nicht getötet? Ist keiner da. Kann es sein, dass ich die getötet habe? Geh mal weg. Bitte. Was? Kein Mensch da, hier von den Khajiit. So, wo müssen wir denn da hin überhaupt? Oh ja, da haben wir auch noch was.
Du, da waren wir noch gar nicht drinnen. Tiefenwaldschanze, da waren wir noch gar nicht. Das ist ja cool. Okay. So. Dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Das ist schön. Ich sehe schon, da sind wieder Berge drumrum. Und das Pferd muss ich jetzt mitnehmen. Was ist jetzt? Greifen die uns an? Da sind ein Drache wieder. Kann ich hier... Wo ist er denn? Naja. Die machen das schon, die Jungs. War ja irgendwie auf dem Berg oben, oder? Doch, ich muss irgendwie auf dem Berg hoch. Okay. Nein! Also manchmal lenkt die hier so ganz komisch. Auch der Charakter. So vorhin, wo ich die Treppe da nicht hochgekommen bin. War auch merkwürdig. Ups. Die von H haben wir schon gefunden. Ach, guck an. So, mein Pferdchen, du bleibst jetzt schon brav hier. Und wer bist du, dass du sagst? Ihr hättet nie herkommen sollen. Abgeschworener, natürlich. Was ist das hier? Was machst du da? Das Pferd will unbedingt mitkämpfen. Genug, genug! Ergebe mich! Okay. Da müssen wir rein. Da vorne ist auch noch einer. Ja, hi, ich bin's. Die Hadi. Die jetzt köpft. Der Kratzen. Das nennst du einen Kratzer? Ich weiß nicht. Dein Kopf ist weg. Das nennt sie Kratzer. Der Kopf fehlt. So, was ist denn hier? Mächtiger Seelenstein. Ein Rattenkopf. Was ist denn jetzt? Wer stört denn jetzt schon wieder? So. Ach so. Hä? Irgendwo ist ein Drache. Komm, wir latschen jetzt hier rein. Der kämpft da mit irgendwas. Oder irgendwem. Und wir latschen jetzt rein. Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Tiefenwaldschanze durchqueren, hat mein Herz. So, es geht gleich weiter. So. Mal hier finden wir bestimmt irgendwie noch wieder abgeschworene. Steigert die Ausdauer um. Ach komm, wir haben so viele. Aua! So viele Amulette. Die lassen wir jetzt liegen. Okay, das geht von alleine auf. Dann müssen wir nicht aufschließen. Kein Schlüssel erforderlich. Sehr gut. Oh, hier ist es schön kühl. Hier bleibe ich. Da vorne. Oder vorne warten die schon alle auf uns. Ja, ich helfe dir jetzt auch. Gnade.
Oh, da vorne ist eine Falle. Okay. Ja. Bin schon dabei. Warte mal, ich sehe. Wow. Schafft ihr das dadurch? Warte, ich muss hier die Falle ausstellen. Zerno, komm. Wow. Ich habe mich jetzt gerade erschrocken. Ah ja, ist mir schon gerade gedacht, wenn ich da reinlatsche, da vorne ist auch nochmal so eine Falle. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja, das höre ich immer, jedes Mal. Hau doch ab hier. Menschliches Herz. Schlüssel nehmen wir mal ab. Ach komm, ich werde jetzt auch nicht jeden Scheiß mehr mitnehmen. Das sind lauter Sachen, die man nicht mehr brauchen kann, außer ja, sie zu verkaufen. Aber mehr auch nicht. Und wir haben ja so viel Geld schon angesammelt, das wird gar nichts mehr bringen jetzt hier. Ja, alles Mögliche aufzusammeln. So, was ist denn jetzt? Geht's hier denn nicht weiter? Huhu. Geh mal weg. Hier ist auch zu. Nee, doch, hier geht's weiter, oder was? Hier. Ach, das war der Schlüssel. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Stahlschwert? Nee, danke. Au, das. Der hat gesessen. Sie ist auch abgekriegt, voll ins Gesicht. Ja, Mikronieding gekriegt. Ja. Hier drüben. Wow. Bist du die Assassine? Nee, bist du nicht. Mein Auftrag ist es, sie zu finden und nicht sie zu töten. Bis jetzt. Die haben wir noch nicht gefunden. Tiefenwald, was? Tal, Tiefenwald, Tiefenwald, Tal? Wo werden wir denn jetzt hingeschickt? Wow. Oh, jetzt schiebt die wieder an, was? Hier hinten. Die hat's wieder eilig. Keine Ahnung, was los ist. Ist nur sehr unangenehm, wenn du hier die ganze Zeit mich anschiebst. Ja, noch mehr. Abgeschworene. Ja, unbedingt. Unbedingt. Oh, die sind nicht ohne. Warte mal. Oh, oh, oh. Seid ihr zum Sterben bereit? Kommt und stellt euch den Abgeschworenen. Wo ist sie denn? Meine Begleitung. Ach so, da hinten. Oh! Du Barbar! Das ist deine Griffel bei dir. Erst ihr, dann der Rest von Reed.
Oh, hier wimmelt es nur von denen. Au, 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 au. Lang leben die Abgeschworenen. Ich liebe gute Kämpfe. Oh, oh, oh. Ach, komm schon. Muss eine Runde tauchen gehen. Oh, wo ist meine Begleitung? Oh, 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 meine Begleitung. Ich brauche mal einen Heiltrank. Was? Ja, ist schon vorbei. Ist doch schon vorbei. Ist doch schon vorbei. Sieht ja schick hier aus. Die haben sich hier niedergelassen. Die Leute sagen, Himmelsrand sei einer der gefährlichsten Orte auf Tamriel. Ich glaube, da irren sie sich. Es ist großartig und ich bin stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Ja, ich auch. So, mal sehen, was die hier. Was? Sollen. Wo denn? Aua. Genug. Dieser Jammerlappen mir mal genug. Hört sich irgendwie an wie mein Schwager, wenn er erkältet ist. Männerschnupfen hat. Okay, hier kommen wir gar nicht hoch. Nein. Aber runter. Da gibt es ein paar Waffen. Vulkanglaskriegshammer. Der ist bestimmt beidhändig. Nee. Oh, da ist ein Zaubertrank der ewigen Heilung. Ups. Das geht so schnell. Ach, Mist. Wir haben zwar genug Dietriche dabei, aber... Ja. Toll. Das hat sich mal richtig gelohnt, hier die Tür aufzumachen, aufzubrechen, aufzuknacken. Oh, die liegen hier alle, die ganzen Leichen rum. Was ist denn das? Hier auch wieder so ein komischer Opferaltar. Oh, Opferaltar. Sehr häuslich eingerichtet. Oh, da ist immer noch irgendwo einer unterwegs. Oh! Da verstecken die dich. Was? Ich wusste es. Was? Noch mehr.
Wow, wow, wow. Mein Lieber. Beherrschen Sie sich mal. Und so viele Abgeschworene auf einem Haufen habe ich auch noch nicht erlebt. Das muss man ehrlich sagen. Heiltrank. Wundertrunk der Tarnung. Ja, dann nehmen wir den mal mit. Wohnraum. Geh weg. Du, geh weg. Die sind alle abgemurkst. Aber das ist auch nicht das, was ich eigentlich erwartet habe. Dass es das ist. Irgendwie. Wartet mal kurz. Ja, die haben auch noch nicht geplündert. Hier ist noch ein Geldbeutel. Eine Schmiede haben wir. Ja, so eine kleine, so kleines Dorf. Kleines Dorf haben die hier sich. Was war das? Das war mein Zorn. So, gibt's hier eigentlich noch was? Wenigstens kommen wir hier hoch. Moment, den Seelenstein nehmen wir doch mit. Okay, weiter hoch kommen wir nicht. Nee, lass mich mal hier wieder zurück. Okay, alles gut. Okay, ihr Lieben, ich glaube, das wird... jetzt habe ich gerade vergessen. Wow. Ja, die Folge wird jetzt recht lang. Oder ist jetzt recht lang geworden. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.